Hallo, Thema meiner Animation ist der Text Erziehung durch Kunst 1958 von Herbert Read, der ursprünglich 1943 in England erschienen ist. Die grundlegende These davon ist, dass die Kunst die Grundlage der Erziehung sein sollte. Doch geht es dabei einfach um Kunsterziehung? Nein, es geht um eine Erziehung der Sinne, eine Erziehung, die alle Formen der Selbstäußerung, wie zum Beispiel auch Literatur und Musik, beinhaltet. Read geht davon aus, dass der Zweck der Erziehung ist, das Individuelle im Menschen zu fördern und ihn gleichzeitig harmonisch in seine Gesellschaftsgruppe einzugliedern. Dafür ist die ästhetische Erziehung sehr wichtig. Read bezeichnet seine Methode als Ganzheitsmethode, weil Wissen und Handfertigkeit sich bei ihm unmittelbar aus den natürlichen Tätigkeiten des Kindes, also dem Spiel, ergibt. Das bedeutet für ihn, dass die Unterstufe der Erziehung nach einem ganzheitlichen Plan reorganisiert werden müsste. Also die künstlichen Grenzen, die es zwischen den einzelnen Unterrichtsfächern gibt, müssen aufgelöst werden. Um das zu erreichen, entwickelte Read aus dem kindlichen Spiel vier Richtungen, in denen alle Unterrichtsfächer enthalten sind. Diese Formen sind das Fühlen, das Empfinden, das Denken und die Intuition. Das Fühlen steht eben in enger Verbindung mit dem Schauspiel. Daraus leitet Read alle Formen der Mitteilung ab. Also Lesen, Schreiben und Aufsatz. Durch das Ausdrücken von Empfindungen ergibt sich die Gestaltung. Dazu gehören eben Zeichnen, Malen und Modellieren. Das Denken entspricht den konstruktiven Tätigkeiten. Das umfasst zum Beispiel Rechnen, Biologie, Chemie und so weiter. Die Intuition tritt durch rhythmische Übungen im Tanz und der Musik auf. Diese entsprechen der Schule, der Musik und dem Turnen. Doch was ist mit reinem Wissen, das später für das Berufsleben wichtig ist? Dazu meint Read, dass dieses Wissen sehr schnell im Jugendalter erworben werden kann, wenn davor in der Kindheit eine gute Grundlage gelegt worden ist. Denn für das Kind sind Erfahrungen und Anschauungen wichtiger als reines Wissen. Seine ganzheitliche Sicht von Erziehung und Bildung lässt sich auch dadurch erkennen, dass er, wie in der Zeitschrift Kunst und Unterricht erwähnt, 1949 in SEA, also die International Society of Education Through Art, gründete. Sein Ziel war damals, Kunstpädagogen und Kunstpädagoginnen aus aller Welt zusammenzuführen und einen kulturellen Austausch anzuregen. Auf der Website insee.org wird die Organisation als weltweite Verbindung von Menschen beschrieben, die Bildung und Erziehung durch Kunst als sehr wichtig ansehen. Man trifft sich auf Kongressen, um Erfahrungen auszutauschen, Methoden zu verbessern, die Position von Kunst in Relation zur Bildung allgemein zu stärken und die internationale Kooperation dadurch zu verbessern.